Herzlich willkommen zu Minecraft Folge 8 und ja, heute ist der Olli wieder da. Hallo Olli! Hallo Wolf! Der Olli hat einen Glowstone in der Hand. Olli, du bist so ein verkackter Cheater. Ja, ich weiß, aber nee, ich bin kein Cheater. Ich war im Nether. Wie? Ja, ich war im Nether. Was ist denn der Nether? Zeigen? Der Nether, das ist die H-Ö-Doppel-L-E, die Hölle. Ist nicht wahr. Doch. Was haben die da mit dir gemacht? Böse Sachen. Böse, böse Sachen. Echt? Ja, Alkohol direkt in der Vene. Nee, wir sind nicht 18 plus. Wir gehen einfach in den Nether. Oha, jetzt kommt's, die große Überraschung. Ich werde Olli einfach mal folgen. Und er wird euch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Oh ja, und der hängt hoch, der Hammer. Und der hängt hoch, der Hammer. Wir gehen in dieser Folge in den Nether. Denn... Nee, wir gehen in dieser Folge erstmal durch die Prärie. Ach, durch die Prärie. Also in Folge 9 sehen wir dann. Ich weiß ja nicht, wie weit wir jetzt hier laufen müssen, bis, weiß ich nicht, wo der Olli den Nether da erstellt hat. Aber ich finde es einfach immer wieder amüsant, wie die Leute immer gleich rumschreien, weil einer einen Glowstone hat. Hallo, es ist nicht so, als könnte man den nicht mal eben holen. Aber okay, klar, zeigen wir es euch halt. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Ah, ja, ich werde gleich aus dem Internet fliegen, wieder hier. Oh, was ist das denn? Oh. Oh, die große Überraschung. Holy shit, wie konnte das nur passieren? Ja, ich weiß, ich bin ein verkackter Cheater. Ja. Leute. Hey, stopp's mir mal nicht aus der Seite hier. Wir sind hier nicht auf Facebook, ja? Genau. Wollen wir rein? Wollen wir rein. Okay. Oh, seid ihr wusst, du hast recht, das hier geht ja direkt in Wien, nein, das ist ja immer. Und ich hab hier Lost Connection, Alter. In der Hölle hat man gerne mal eine Lost Connection. Grüß dich, Schweinerl! Du bist ja Süßer. Ja, ich heiße euch willkommen im Nether und da fließt das Feuer. Oder so ähnlich. Ja. Und sieh mal einer an. Was haben wir denn da oben? Aber dem Olli gebühre ich jetzt einfach mal diese Folge, denn nachdem er ja bei der letzten nicht dabei war, ist das hier heute eine Olli-Folge. Der kennt sich hier im Nether aus, der hat sich hier schon einiges zusammengestellt. Das hat ja hier alles, hat er selbst abgefarmt. Nein, natürlich nicht. Ja, und ich habe alles im Nether natürlich auch selbst aufgebaut, ne? Also das heißt Block für Block hier. Richtig, auch die ganzen Lavaseen hat er alles selber gemacht, der Olli. Ja, genau, dank Cheats und so weiter und so fort. Ja, Handarbeit, ne? Richtig, echte deutsche Handarbeit. Und ich find's langsam amüsant, wie es dich immer rausfetzt. Ja. Immer bei Aufnahmen. Es und ich brenne. Es ist echt fantastisch. Auf Air klappt alles, aber ist mal eine Aufnahme, dann geht alles den Bach runter. Oh, schaut euch den schönen Lavasee an. Wie schick ist das denn? Ich bin immer noch im... Portal. Ja, ja. Ich seh's. Ich find's einfach. Oh, es sieht schon geil aus, muss ich mal sagen. Und nachdem jetzt ein bisschen. Ach, da ist der Olli! Mensch! Ja, aber du stehst immer noch vorm Portal hier und nee, ich kann hier nicht. Schön die Klippe runtergucken. Hast du zufällig was zu essen dabei? Runter. Weil ich hab nämlich dummerweise vergessen, was einzupacken. Was soll ich dabei haben? Naja, Steaks. Wie war Steaks? Oh, zum Essen. Hier, Minecraft, nicht real life. Ach so. Du kannst ja auch gern Steak faxen, ich habe kein Problem damit. Nee, ich habe nichts zum Frossen dabei. Ja, großartig. Werden wir jetzt sterben? Dann wird das jetzt eine sehr spannende Sache. Olli, führe uns durch den Nether, bevor ich hier die Schweinchen. Ja, ich würde euch gern führen, aber ich bin jetzt mal wieder rausgeflogen. Okay, ich glaube, die Schweinchen. Ja, wenn man eins dieser komischen Schweinchen hier mal angreift, dann... Oh, ich kann eine Rottenflash essen. Rasten die völlig aus. Und rasten im Übrigen alle aus. Also es greift da nicht, dich nicht nur das Vieh an, das du angegriffen hast, sondern alle, die in der Nähe gerade stehen. Oh ja. Kann dir im Übrigen bei so 10 Viechern mal ganz schnell zum Verhängnis werden. Und hier haben bei wir... Bei mir geht gar nichts mehr. No, ich hasse es. Ja, das ist eine Rage-Show. Man kann hier im Übrigen nicht sprinten auf diesen Gesteinbrocken. Stein.
Du meinst auf dem Soul Sand. Genau, auf dem Soul Sand. Danke. Das Wort Bitte. hat mir gerade ein bisschen gefehlt. Oh mein Gott. Was denn? Ich bin wieder up to date. Im Sinne von? Du kannst laufen. Ja. Unfassbar. Ja, da hinten sehe ich ihn auch schon. Ich hüpfe jetzt Ach, einfach da mal. ist er. Das geht nämlich bedeutend schneller. Aber ich wollte ja eigentlich, dass du uns hier mal zeigst, was du hier gemacht hast, wie du hier ja, den glorreichen Glowstone Cheatstone, bitte. Cheatstone ercheatet hast. Weil Cheatstone. der Olli ist nämlich extra, damit es realistisch aussieht, in den Nether gegangen und hat erst im Nether den Cheat eingegeben. Oh ja. Also, für alle Leute, die jetzt wissen wollen, wie ich an diesen super schönen Glowstone gekommen bin, ich habe einfach eingegeben Alt plus F4. Und das Ganze im Nether, das gibt dann circa 35.000 Glowstones. Nee, Spaß beiseite. Ja, grund hier ruhig schön rum. Oh, das ist mein Steak. So, nee, wie kommt man da hoch? Ja, ganz einfach. Man schaut ein paar Videos bei Papa Gronkh. Nimmt Cobblestone mit. Und baut sich hier ein lecker Türmchen. Oh mein Gott, die Weltpremiere. Wie kommt man an einem Glowstone ran? Na, das reicht ja nicht ganz. Ja, also nach dieser Premiere wird alles auf den Kopf gestellt. Es werden neue Religionen gegründet. Es wird eine neue Weltwährung geben. Die Weltsprache wird verändert. Und ja, es wird Glowstone-isch gesprochen. Und Das glaubst du nicht. Patz, Patz, Oh Patz, mein Gott! Patz. Yay! Ja, wie Weihnachten. Ja, es regnet Glowstone Das. Staub. Staub, genau. Danke. Ha, Bitte. wie geil! Ich bin im Paradies, das ist ja wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Richtig. Da springt sogar die Sau runter. Juhu. Juhu! Ja, und mit diesem glorreichen Dust kann man sich dann, ja, wie nicht zu erwarten, Glowstones zusammensetzen. Und ich würde Ja. gerne auf diese kleine Insel da springen, aber dann weiß ich, dass ich sterben werde. Da werden wir aber auf jeden Fall. Mann, sieht die geil aus, die Insel. Ja, das meine ich doch, Mann! So ein Verdammte Riesenfeld hier Axt. einfach mal so mitten in der Lava. Und die ist auch noch symmetrisch. Ja. Beeindruckenderweise. Sieht man nicht oft in Minecraft. Wow, 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 Wow. wow. Okay, wer es dahin schafft, hat gewonnen. Das wäre doch mal. Okay. Nein, nein, nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Och Mensch. Aber das ist eine Challenge für das Ende der Folge. Außer wir haben schon alles. Wir haben eigentlich alles gezeigt. Wir wollten eigentlich nur den Glowstone zeigen, weil Olli, der verkackte Cheater, der. Ja, genau. Also ich cheate alles. Ich cheate auch die Luft hier in Minecraft. Echt, ey. Meine Fresse, Leute. Er hat Cheater, das ist ja unglaublich. Richtig. Brot für die Welt, Wasser für Olli. Ja, danke. So dick bin ich auch nicht. Oh ja. Kannst du uns noch irgendwas Spannendes hier im Nether zeigen oder wollen wir die Challenge starten? Na, ich hätte euch gerne noch meinen Lieblings Gast hier gezeigt. Oh ja, bitte. Ja, aber ich weiß nicht, wo er ist. Also ich habe hier auch kein Babygeheule irgendwie. Ich habe auch keins mehr. Naja, dann ist er im Urlaub. Im Urlaub. Der Ja, nee, Gast ist ich im wurde hier Urlaub. von circa 20 Guests oder wie die Dinger heißen, Ja. also von diesen Babysocken da, belagert und ja, so ein bisschen Turbo-Wawoho getrieben da hinten an der Base, wo ich Okay. jetzt auch nicht mehr weiß, wo diese ist. Ja, also ich kenne mich hier gar nicht aus, also da brauchst du Ich habe mich jetzt nicht ja auch fragen. voll die Orientierung verloren durch diese fucking Insel. Und da kann es sein, ich wollte gerade einen Stein setzen und da habe ich leider den Out-of-Memory-Fehler bekommen, denn den Stein zu setzen hat leider Minecraft völlig auseinandergeworfen. Ja, das war einer meiner vielen Cheats. Ach so, na, hast du wieder eingegeben, Quit Wolverus, ne? Ja, genau. Du bist ein Arschloch. Ich weiß. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo, da sind wir wieder. Ja, Und kaum zu wo glauben. kommt auf einmal das hierher? Der Olli hat in meiner Memory-Abwesenheit hat er. Alter, bist du verrückt, ey! Er hat ja ein Starthäuschen gebaut für die Challenge um den Kampf auf die Insel. Und ich habe einen kleinen Vorteil, sehe ich gerade. Ja, das merke ich auch gerade, deswegen baue ich mir hier gerade so ein bisschen was hin. Okay. Ist ja endunfair sonst. Wo hast du denn diese Diamantspitzhacke her?
Ach so, stimmt ja, wir hatten uns ja Wir Diamanten haben gefarmt. Diamanten gefarmt, lieber Olli, in unserer Let's Play Ich weiß. Zeit. Nee, das war jetzt doch nur wieder hier. Ja, eine Oh, der Wolf Anspielung, schneidet sich klar. Diamanten. Hat er jetzt das Bevor ich gekochte jetzt hier gleich Fleisch her? verhungere, schnappe ich mir mal hier dieses Essen. Das ist im Übrigen ein gekochtes Fleisch schon. Ja, die Gegner in der Hölle lassen bereits gekochtes Fleisch fallen, also auch kein Rotten Flesh. Und das mampfe ich mir jetzt nochmal schnell rein, damit ich Mann, schmeckt gestärkt bin. gecheatetes Fleisch gut, ey. Ja, das habe ich mir natürlich gerade eben vorher noch gecheatet. Das ist mein Glas. Hat man ja auch nicht gesehen, dass ich es vorhin gelootet habe. Ist das klar? Ja, klar. Und jetzt kommen wir zur Aufgabe. Wir starten hier in diesen Häuschen und dann muss irgendeiner von uns versuchen, lebend auf dieser Insel zu landen. Und Nein! okay, das Rennen startet in 1. 2, 3 und Wolf läuft. Oh mein Gott, wird er das Rennen schaffen? Ich glaube es ja nicht. Olli liegt in Führung. Er ist schon auf halbem Weg. Oh mein Gott, das schafft Wolf nicht. Oh, und jetzt ist er auch noch auf dem Soulstone, auf den er nicht rennen kann. Oh, das wird, glaube ich, nichts für Wolf. Doch jetzt holt er auf einmal auf. Ich sehe ganz viele Gegenstände. Olli hat es wohl nicht überlebt. Es wird wahnsinnig spannend hier. Und ich glaube, ich überlebe es auch nicht, wenn ich, wo ich das hier gerade so sehe. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Habe ich noch ein paar Cobblestones, habe ich noch ein paar Cobblestones. Das bringt mir aber leider irgendwie gar nichts mehr, fällt mir gerade auf. Wieso war diese Insel aus Obsidian? Ich verstehe es nicht. Das ist ja episch. Und, Wolf packt's und er lebt, komm hoch. Nein! Yes, das ist die Chance für mich. Wie? Nein, Ich nichts bin wieder im gibt's. Nether. Doch, 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 Nichts doch, 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 gibt's. doch, 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 doch. Ups, Singleplayer ist falsch. Warum bin ich gleich komplett rausgeflogen? Respawn wollte ich doch. Wo bin ich jetzt? Ich muss mich jetzt hier erstmal Schön, orientieren. dass hier ein Loch in der Wohnung ist. Das Ja, wird das ja habe ich mir immer gerade eben besser. auch gedacht. Ach, da ist das Starthäuschen, okay. Ah, Scheiße, Minecraft, ich bin wie hier es auf dem lebt und Soulstand lebt. gefangen. Und Olli, du kannst mich jetzt am Arsch lecken. Och Mensch. Ja, eine wirklich actionreiche Folge hier bei Minecraft. Das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Wir sehen uns in Folge 9 wieder. Gebe euch mal ein kleines Preview, was euch in Folge 9 erwarten wird. Wir werden in diese eine Höhle gehen, die ich damals gefunden habe. Woohoo! Ihr habt damals abgestimmt, ob wir links oder rechts gehen sollen. Und in Folge 9 werden wir uns zusammen diese kleine Höhle angucken. Ich hoffe, sie wird nicht so enttäuschend, sondern sie wird so richtig schön episch, schluchtig. Und wir sehen uns mal wieder. Servus! Haut rein!